Hallo liebe Freunde, Zuhörer, Zuschauer und Geschwister im Herrn. Mein Name ist Andreas Teichrib und ich darf heute mein erstes Video online stellen. Ich habe die Möglichkeit, Jesus nachzufolgen, ihm mein Leben zu geben, und das möchte ich tun, indem ich auch dieses Video ihm zur Ehre online stelle und für ihn mit euch zusammen darüber nachdenken möchte. Gerne könnt ihr mir natürlich einen Kommentar da lassen, wenn ihr etwas genauso seht oder völlig anderer Meinung seid. Habe ich kein Problem mit. Ich möchte mit uns eine Frage versuchen zu beantworten. Die Frage, warum hat Jesus Jünger gehabt? Wieso ist er nicht alleine durch die Weltgeschichte gezogen und hat sein göttliches Ding durchgezogen? Warum hat er sich Jünger mitgenommen? Was war der Sinn dahinter? Wenn wir in Matthäus 4 ab Vers 18 lesen, Matthäus 4 ab Vers 18, will ich einmal vorlesen. Als nun Jesus am Galiläischen See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze in den See, denn sie waren Fischer. Also sie haben gerade ihre Netze in den See geworfen und sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sofort verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm. Und Jesus ging in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Wenn wir in die Situation hineingehen, wenn wir an den Galiläischen See gehen und uns einfach mal vorstellen würden, mein Name ist auch Andreas und ich wäre jetzt ein Fischer und ich werfe da gerade mein Netz aus, und dann kommt da jemand und sagt: Wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich zu Menschenfischer machen. Eigentlich würde ich, wenn ich von meiner Art her bin, würde ich sagen, der Typ, der hat sie dir doch nicht mehr alle. Wer ist das überhaupt? Was quatscht der mich da so von der Seite an? Was will er von mir? Geh weiter, und der hat gar keine Ahnung vom Leben, und wie sieht er überhaupt aus? Und so weiter. Wenn wirklich jetzt ein Mensch in Menschengestalt, sag ich mal, jemand da kommen würde und würde sagen: Folg mir nach und ich mache dich zu Menschenfischern. Erstens mal die Idee dahinter zu haben oder das Verständnis zu sagen, ich werde Menschen fischen und ich bin mein ganzes Leben lang ein Menschen, also ein Fischfischer, ja, und dann auf einmal soll ich Menschen fischern. Das ist für mich jemand, wo ich sagen würde, der hat der ist verwirrt. Hier steht aber: sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Was war in der Situation? Was muss da anders gewesen sein? Sie müssen doch, Jesus muss sich ihnen offenbart haben. Er muss sich ihnen offenbart haben. Sie mussten an seinem Wesen erkennen, das ist Jesus. Das ist Jesus und wir wollen ihm nachfolgen. Da haben die nicht rumdiskutiert und so: Ja, pass auf, was gibt es denn für uns? Was bekommen wir denn, wenn wir dir nachfolgen? Du weißt schon, dass das hier meine Firma ist, die ich hier gerade liegen lasse. Weil so ein Netz, was das damals an Wert hatte, kann ich nicht beurteilen. Müssten wir mal nachschauen. Aber so ein Netz da liegen zu lassen auf offenem See und dass sich das ein anderer schnappt, du lässt quasi Familie, Haus und Hof und folgst jemandem nach und sagst, ich gehe dir hinterher.
erstens mal denkst du darüber nach, wer ist das, dem ich da hinterher folge? Und vor allen Dingen, was werden die Leute über mich sagen? Was werden die Leute sagen? Ey, der folgt nun, der ist ein Typen. Wo ist denn der Petrus und Andreas? Ja, die sind einem Typen hinterhergelaufen. Tja, allein schon meine Denkweise darüber, dass Leute dann sagen würden, der ist einfach irgendeinem Typen gefolgt, der da mit einem weißen Gewand vorbeigekommen ist. Die Denkweise hätten sie auch haben können. Aber Jesus hat sie überzeugt weil er Jesus ist. Er hat sie überzeugt dessen, dass er einfach wirklich Gott war in Menschengestalt, und durch seine Art und Weise, wie er mit den Menschen sprach, hat er sie von sich überzeugen können. Können wir das auch? So die Frage. Später kommt er an einem Fischerboot vorbei, wo, wenn wir im Vers 21 lesen, dann sah er die zwei Brüder Jakobus und Johannes. Das sind Männer, die mit ihrem Vater zusammen die Netze flicken, und dann auf einmal sagt er, und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, Johannes, und seinen Bruder im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Also sie saßen im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, und er rief sie, und sofort verließen sie das Schiff und ihren Vater. Sie verließen ihren Vater und folgten ihm nach. Das heißt, sie haben, der Vater, ich weiß nicht, wie alt er war, auf jeden Fall hat er gesagt, würde ich mal so denken, nach meines Erkenntnissen nach, würde er, wenn wir jetzt in die Situation dahin kehren, würde er sagen, ey, der läuft gerade meine Rentenversicherung ab. Der mir nachher den Hintern wischt, mein Sohn, der läuft jetzt gerade weg von mir. Was hat Zebedäus da gedacht? Und vor allen Dingen, Jakobus und Johannes verlassen ihren Vater. Sie verlassen ihren Vater und sagen, Papa, weißt du was? Du machst das schon. Wir werden Jesus nachfolgen. Und weil das richtig ist. Das ist das Richtige. Das ist das Richtigere. Es ist richtig, sich um dich zu kümmern und dir Essen zu geben, wenn du nicht mehr kannst und wenn du nicht mehr selber fischen kannst und so weiter. Bringen wir dir den Fisch vorbei und werden den für dich fertig machen und so weiter. Das ist richtig. Aber richtiger war es, Jesus nachzufolgen. Und die haben einfach ihren Vater im Fischerboot sitzen lassen. Jetzt ist die Frage, was hat sie motiviert, Jesus nachzufolgen? Weil wenn wir die spätere Geschichte uns ansehen, wissen wir, dass sie alle den Märtyrertod gestorben sind. Ja. Johannes war, nee, also Petrus wurde sogar kopfüber gekreuzigt, weil er sagte, der Überlieferung nach, dass er wohl sagte, ich bin es nicht würdig, genauso gekreuzigt zu werden wie Jesus. Was hat er ihnen denn gesagt, dass sie sie bekommen werden? Ich möchte doch immer etwas haben, wenn ich etwas bereit bin aufzugeben. Wenn wir im Kapitel 19 lesen, von Vers 27, in Matthäus 19, Vers 27 steht, da antwortete ihm Petrus, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Die Frage ist, ne, die haben sie sich auch später noch gestellt. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf dem Thron sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Diese Jünger werden mit auf dem Thron sitzen und die Stämme Israels richten, auf ihren 12 Thronen sitzen.
Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Acker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfach wiederbekommen und dazu, also und, das ewige Leben empfangen. Das heißt, Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann verlasst ihr zwar euren Vater, ihr verlasst eure Firma, euer Netz, Andreas und Petrus, ihr verlasst eure Firma und ihr folgt mir nach, die Fische, mit denen ihr euer Geld gemacht habt, das lasst ihr alles hinter euch. Aber ihr kriegt einen Thron, wo ihr über 12 Stämme Israels regieren werdet. Und wisst ihr, was ihr noch bekommt? Ihr bekommt ewiges Leben. Ewiges Leben. Bei mir. Und wenn du deinen Vater verlässt, Johannes und Jakobus, wenn ihr euren Vater verlasst, bekommt ihr auch einen Thron. Ihr bekommt es sogar hundertfach zurück. Euren Acker bekommt ihr hundertfach zurück. Eure Brüder und Schwestern bekommt ihr hundertfach zurück. Ihr bekommt hundertfach eure Häuser zurück. Ihr bekommt den Wert, keiner braucht 100 Häuser, aber ihr bekommt den Wert zurück, wenn ihr mir nachfolgt. Und was ihr noch bekommt, ist ewiges Leben. Ich wäre gerne einer dieser Jünger gewesen, weil ich nicht aus der Motivation, jetzt bin ich ein König, der auf dem Thron über 12 Stämme Jerusalems, Israels regiert, sondern diese Naivität der Nachfolge, diese positive Naivität der Nachfolge, indem ich sage, ja, Herr, ich will das, was du möchtest, will ich tun, weil ich weiß, dass du ein guter Herr bist. Und alle Dinge, die mir auf dieser Nachfolge dienen, dienen mir zum Besten. Römer 8, 28. Das wird mir alles zum Besten dienen, egal was passiert. Ob ich wie Paulus und Silas im Knast sitze und ich mit einem blau geschlagenen Rücken eingesperrt bin und eigentlich bin ich Römer und ich kann sagen, Leute, wisst ihr was? Ich bin Römer. Ich hole mein Perso raus und sage, Leute, ich bin Römer. Ihr dürft mich gar nicht verprügeln. Könnte ich sagen, Herr, du weißt, warum wir hier sitzen. Die Situation ist dir bekannt. Alles hat zum Besten. Wo ist das Gute? Wollen wir das Gute suchen? Und unsere Frage ist, die Frage, die ich mir stelle, ist, will ich überhaupt Jesus nachfolgen in meinem Alltag? Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, nicht zu Bekehrten. Die Bekehrung ist, Herr, ich danke dir dafür, dass ich dein Kind sein darf. Also, ich möchte, Herr, hier ist meine Schuld, bitte, bitte vergib mir meine Schuld, dass ich ohne dich gelebt habe. Das ist die Bekehrung. Herr, bitte, lass mich dein Kind sein. Lass mich, ich bin es eigentlich nicht wert, einer deiner Tagelöhner zu sein, sagte der verlorene Sohn. Aber bitte vergib mir meine Schuld. Und er reinigt uns von aller Schuld. Ja? Und er hat uns als seine Kinder in seinem Haus aufgenommen. Wir dürfen ewig bei ihm sein. Wisst ihr, was er uns noch gegeben hat? Er hat uns quasi ein Telefon gegeben. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so werde ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das heißt, wir dürfen ihn anrufen, jederzeit in allen Lebenslagen. Herr, ich habe ein Problem. Ich weiß gerade nicht. Bitte hilf mir. Er hat uns ein Telefon in die Hand gegeben. Er hat nicht gesagt, hier gibt es eine Warteschlange bei mir, wie bei der, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, der Telefonanbieter. Hier gibt es keine Warteschlange. Du kannst immer durch. Hier ist keiner im Sekretariat, der sagt, pass auf, ich muss
erstmal mit ihm sprechen, ob er Zeit für dich hat. Nein, wir haben direkt den Draht zu dir her. Du hörst uns immer. Dein Ohr ist immer offen für unser Flehen. Und du wirst uns immer hören, weil du immer da bist. Gott hat uns gesagt, hier hast du ein Telefon, du kannst mich immer anrufen. Nein, weißt du was? Ich bin sogar immer da. Ich bin immer bei dir. Und wenn du ein Problem hast, kannst du es mir jederzeit sagen. Ich werde dir helfen. Und dann wirst du mir dafür die Ehre geben. Und weißt du, was noch ist? Wenn du eines Tages stirbst, wirst du ewig bei mir sein. Ewig. Ewig. Ewig wirst du bei mir sein. Das ist der Lohn der Nachfolge. Das ist der Lohn der Nachfolge. Und jetzt, wenn wir uns dann ansehen, dass Petrus kopfüber gekreuzigt wurde, dass Jakobus, dass sie alle den Märtyrertod gestorben sind. Wenn wir uns das anschauen, ist die Frage einerseits menschlich, hat das alles einen Sinn? Oder wollen wir Jesu zur Verherrlichung leben und sagen, Herr, egal was passiert, ich will Menschenfischer sein. Ich will dir nachfolgen. Ich möchte rausgehen und zu Jüngern machen. Ich möchte dir nachfolgen. Möchtest du Jesus nachfolgen? Du kriegst es 100-fach zurück und dazu noch ewiges Leben.